Eine neue Runde PixArk. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, so habe ich euch über 40 Folgen lang begrüßt. Aber ihr seht es, es hat sich was verändert. Ich möchte gar nicht lange um den heißen Brei rumreden. Ihr seht es selber. Das ist nicht das, was wir uns aufgebaut hatten. Es ist etwas passiert, was man hätte eventuell vermeiden können. Aber es ließ sich nicht vermeiden. Und zwar ist mir meine Festplatte abgeraucht. Das bedeutet, unser Spielstand ist erstmal weg. Ich habe mir lange überlegt, wie ich das sage, was ich sage. Aber es ist so. Die Festplatte ist beim Doktor. Das heißt, noch ist nicht alles verloren. Ich habe noch die Hoffnung, dass wir tatsächlich die Spielstände retten können. Aber das wird sich zeigen. Das wird ein paar Tage dauern, vielleicht wird es auch ein paar Wochen dauern. Aber ich habe mir überlegt, was machen wir stattdessen und was machen wir überhaupt hier mit PixArk und wie geht's weiter. Es gibt natürlich mehrere Optionen und mehrere Fälle, die eintreffen können. Und der günstigste Fall wäre logischerweise, wenn wir die Spielstände retten können. Dann geht's wie gewohnt in ein paar Tagen oder Wochen. Wie gesagt, das kommt jetzt wirklich drauf an, was passiert. Geht es ganz normal weiter. Wir bauen unsere kleine Kolonie mit unseren Dinos weiter auf und spielen, als wäre nie was gewesen. Es gibt aber auch immer negative Seiten im Leben und es kann natürlich auch passieren, dass der Spielstand selber nicht mehr zu retten ist. Da müssen wir ja auch irgendwas machen. Wir hören ja nicht einfach auf. Wir haben zwar noch ein paar andere Spiele, die machen auch Spaß, aber PixArk macht mir sehr, sehr, sehr viel Spaß, muss ich wirklich sagen. Das heißt, was machen wir, wenn der Spielstand nicht zu retten ist? Und da habe ich mir überlegt, es hat eigentlich auch was Positives. Und zwar ist das Spiel hier ja ein Early Access Spiel. Das heißt, dass die Entwickler noch am Spiel arbeiten, es gibt regelmäßig Updates und auch contentmäßig wird vermutlich noch einiges dazukommen. Das bedeutet im Endeffekt, wenn der Spielstand nicht mehr zu retten ist, dann kommt auf jeden Fall Staffel 2. Wie gesagt, ich kann noch nicht sagen, wann und überhaupt, was dann passieren wird. Ich möchte auf jeden Fall erstmal abwarten, wenn es so kommen sollte, was an Updates kommt. Denn dann wird das Ganze natürlich noch viel interessanter. Ich verspreche euch auf jeden Fall, wir hören nicht mit PixArk auf. Es kommt auf jeden Fall eine zweite Staffel. Nur ist momentan, wie gesagt, die Frage, wann. Ne? Es tut mir wirklich leid, dass ich mit der Nachricht hier ankomme. Ich hätte mich wahnsinnig gefreut, wenn ich euch anders begrüßt hätte oder begrüßen hätte können. Wenn wir einfach weitermachen könnten. Aber das liegt jetzt momentan in anderen Händen. Beziehungsweise es ist ja so, dass diese Woche auf keinen Fall PixArk-Videos kommen werden. Das werde ich einfach nicht schaffen, das geht nicht. Und wir werden den Sendeplatz natürlich füllen. Mit was, weiß ich ehrlich gesagt selbst noch nicht genau. Ich habe so ein paar Sachen im Kopf. Ich möchte auch gar nicht zu viel spoilern. Aber eine Idee wäre eine zweite Staffel Raft. Ich wollte sie eigentlich erst später bringen, weil ich da auch noch warten wollte, bis wirklich mehr Content kommt. Wir haben ja festgestellt, dass contentmäßig relativ, dass wir schon relativ alles erschöpft hatten. Jetzt habe ich gesehen, es ist ein Update gekommen mit einem Bogen, also mit Waffen. Vielleicht machen wir da in die Richtung was, zusammen mit Lotta, dass wir eine komplette Staffel nur im Koop machen. Das wäre eine Idee. Des Weiteren bin ich auf ein Spiel gestoßen, das erstmal etwas absurd klingen mag. Nennt sich Graveyard Keeper. Wie der Name schon sagt, man macht nichts anderes als einen Friedhof verwalten. Ist so ein bisschen in Nintendo, Super Nintendo Grafik, also in 8-Bit, aber hat ein riesengroßes System hinten dran. Ist momentan in der Alpha. Es ist auch eine Art Closed Alpha, also man muss speziell einen Key ergattern. Den kann man käuflich erwerben. Vielleicht wird es auch das. Vielleicht wird es auch was ganz anderes. Eine gute Nachricht habe ich. Betrifft PixArk leider nicht, aber die restlichen Spiele. Subnautica wird wie gewohnt weitergehen. Da konnte ich die Spieldaten retten, weil die nicht auf dieser Festplatte waren. Und auch Moonlighter wird ganz normal weitergehen. Das spielen wir ja so zwischendrin, ne? Immer Montag, Mittwoch, Freitags eine Folge. Das wird ganz normal weiterlaufen. Die Zukunft von PixArk ist noch nicht geschrieben, aber ich möchte das jetzt gar nicht so negativ
sehen, sondern selbst wenn der Spielstand weg ist, als Chance nochmal durchzustarten, nochmal anders zu starten. Ich meine, am Anfang, als wir diese Staffel hier begonnen haben mit über 40 Folgen, wussten wir ja noch gar nichts. Ich bin hier durch die Gegend gestapft und es sah aus wie jetzt. Ne? Wir hatten nichts. Wir haben hier die nette Hexe gehabt, die uns Tipps gegeben hat und wir waren komplett überfordert. Und in der nächsten Staffel wird es dann ganz anders aussehen. Wir haben neue Plätze, ihr seht, es sieht alles ganz anders aus. Wie gesagt, versprochen ist auf jeden Fall, es kommt eine zweite Staffel. Wann, weiß ich noch nicht. Das liegt jetzt alles noch so ein bisschen daran, ob der Spielstand noch zu retten ist oder nicht. Aber es kommt. Und bis dahin werden wir Ersatz suchen, auf jeden Fall. Denn ich möchte den Sendeplatz nicht leer lassen. Ich hoffe, ihr seid nicht zu traurig. Es tut mir auch wirklich leid, aber die einzige Sicherheitskopie, die ich habe, ist so weit zurück, dass es sich wirklich nicht rentieren würde. Ich hatte sowieso ein bisschen, oder ja, große Probleme mit dem System insgesamt. Und das ist leider das Ergebnis davon. Ich hoffe, dass der Spielstand zu retten ist. Aber wenn nicht, machen wir das Beste draus. Wir werden auf jeden Fall neu durchstarten. Das verspreche ich euch. Es gibt eine zweite Staffel. Es gibt wahrscheinlich auch noch eine dritte Staffel, denn wir haben noch so viel zu tun. Und ich würde von Anfang an jetzt so viele Dinge anders machen, dass es auf jeden Fall auf eine zweite Staffel hinauslaufen wird. Ja, sobald es was Neues gibt, werde ich mich definitiv melden. Ich hoffe, ihr habt mit den anderen Spielen genauso viel Spaß wie mit PixArk. Und sobald hier alles wieder funktioniert, darf ich euch dann hoffentlich auch wieder zu einer neuen Runde PixArk begrüßen. In diesem Sinne, ja, vielen Dank fürs Zuschauen und ich hoffe bis bald. Macht's gut!